Hallo Freunde der gepflegten Gaming-Unterhaltung. Wir sind wieder da in Minecraft und ich habe heute ganz viel vor mit euch. Ich wollte nämlich ein bisschen noch die Wohnung ausbauen. Hier seht ihr übrigens den Berg mal von unten. Ich dachte mal, ich stelle mich mal hier so ein bisschen weiter weg hin und dann könnt ihr nämlich mal sehen, wie der Berg von unten aussieht. Ich dachte, das findet ihr vielleicht mal ganz interessant. Da ist unser Wintergarten und dann haben wir hier einen wunderschönen Wasserfall, der hier so runter fließt quasi und sich in dieses Löchlein hier ergießt. Also ich finde das quite malerisch. So, ja, es wird auch schon wieder dunkel, wie ich gerade sehe. Deswegen sollten wir vielleicht uns auf den Weg nach Hause machen und da zeige ich euch, was ich nämlich noch vorhabe. Ich mach mal den In-Game-Sound ein bisschen lauter. Der ist nämlich gerade ein bisschen leise. So. Ja, es dämmert. Es dämmert. Es dämmert mir, dass wir hier noch ein bisschen was machen müssen. Und vor allen Dingen, dass ich hier noch eine Treppe hinbauen sollte. Weil sonst kommen wir hier nämlich überhaupt nicht vernünftig hoch. So, soweit waren wir gekommen in der letzten Folge. Ich habe jetzt hier das Dach aus Cleanstone gebaut und werde das jetzt mal vollenden, damit wir hier nämlich mal fertig werden mit dem Wintergarten. Das war mir nämlich ein großes Bedürfnis, dass wir das nämlich erstmal abgeschlossen haben. Noch ein Block. Och, ich habe im Moment so leichte motorische Einbüßen, wie ich das so merke. So. Und hier noch das letzte Blöcklein gesetzt. Na komm schon, komm schon. Och Mann, jetzt geht das hier nicht. Jetzt komme ich da nicht dran, wegen diesem blöden Gammelkram. Nee, irgendwie kriege ich das gerade echt nicht gesetzt. Das ist ja supi. Ja, dann machen wir das anders. Dann machen wir das nämlich so. Das geht auch nicht, ne? Nee, irgendwie sind da die Glasblöcke im Weg. Naja, gut, das mache ich dann wann anders mal. Wir haben noch fertig, dass hier dieses Loch mal zu ist. Ich habe übrigens hier noch ein bisschen was umgeräumt. Ich habe hier mal noch ein paar Treppen hingemacht und habe hier die Kiste und die Workbench umgeräumt. Das fand ich nämlich da nicht so schön. Wobei ich gerade irgendwie finde, dass vielleicht so eine Holztreppe hier sogar schöner aussehe. Ja, ich glaube, das sieht wohnlicher aus. Als immer nur dieser nackte, kahle Stein. So, das haben wir auch fertig. Und dann machen wir nämlich jetzt hier noch so ein paar Fackeln hin. Zack. Ach, nicht so deplatziert. Machen wir es lieber hier hin und hier hin. Da machen wir das Loch noch zu. Und hier wollte ich nämlich auch noch eine Glasscheibe hinmachen. So. Machen wir das so. Wir haben nämlich auch keine Kohle mehr. Ups. Das ist nämlich das nächste, was ich vorhabe. Und zwar möchte ich gerne mit euch mal wieder eine Höhle erkunden. Aus den Gründen, die ja eigentlich relativ nahe liegen. Da unten sind überall Spinnen. Nämlich, dass... Oh, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Dass ich einfach keine Kohle mehr habe und dass ich gerne noch ein paar Rohstoffe hätte. Wie zum Beispiel... Ich muss mal was essen, sehe ich gerade. Ein paar Diamanten wären mal nicht schlecht. Dann könnten wir nämlich uns mal etwas bessere Tools craften. Da unten klemmt ein Creeper. Ich hoffe, der bleibt da jetzt nicht ewig. Tools craften, genau. Und dann können wir vielleicht auch mal ein Enchant Table machen, dass wir von unserem Level auch was haben. Ist hier noch was drin eigentlich? Nee. Ja, sonst müssen wir gleich von oben noch ein bisschen Cobblestone abholen, falls da noch was ist. Ich glaube, das ist nicht oben, sondern das habe ich schon umgeräumt in die Kisten. So. Und Glasscheiben setzen. Zack. Zack. Dass wir hier nämlich so ein schönes Fenster haben.
dass das hier mehr nach Wohnung aussieht. Ich meine, das soll ja nicht aussehen wie so eine Orkhütte, Höhle oder sowas, sondern das soll ja aussehen, als würde hier ein zivilisierter Mensch wohnen. Auch wenn das vielleicht nicht so ist, denn ich bin kein zivilisierter Mensch, aber es soll zumindest danach aussehen. So, jetzt haben wir hier natürlich noch so ein hässliches Loch. Boah, pass mal auf, wir machen das anders. Wir machen das so. So und so. Jetzt haben wir das jetzt zugemacht. Oder wir machen hier noch ein Loch rein. Das ist natürlich... Ah, doch, das geht aber. Ja, doch, das kann man anbieten. Oh, jetzt habe ich schon wieder Gronkh nachgemacht. Verdammt. Ich hatte mir doch vorgenommen, das nicht zu tun. Aber das geht einfach nicht anders, wenn man so viel seine Let's Plays guckt. Beziehungsweise in letzter Zeit gucke ich die gar nicht mehr so viel, weil ich gar keine Zeit mehr habe. Wenn man selber Let's Player ist, dann merkt man nämlich auf einmal, dass man für viel weniger Sachen Zeit hat. So, machen wir das jetzt so. So, 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 so. Ja, ich würde nämlich viel, also echt gerne auch noch weitere andere Let's Plays angucken von anderen Leuten und gucken, wer noch so Let's Playt. Aber ich habe die Zeit im Moment einfach nicht. Das ist so wahnsinnig. Es ist unglaublich, was das für Zeit frisst. Aber es macht natürlich unglaublich Spaß und, ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht weitermachen würde, nur weil es Zeit kostet. Ich meine, dafür macht es natürlich auch gleich dreimal so viel Spaß, als würde ich es nicht machen und irgendwas anderes machen den ganzen Tag. So, lass mich mal kurz gucken. Was ist das denn für eine Beatbox-Einlage? Da muss ich auch mal überlegen, ob ich das in der Playlist lasse. Machen wir das jetzt so. So, so. Und so. Ja, kann man machen, ne? Muss man nicht machen. Ach, ich bin schon wieder so unschlüssig. Ja, genau, da so wollte ich das haben. Und jetzt reiße ich hier an der Seite noch die Wand ein bisschen ein, damit das ein bisschen offener aussieht. Genau. So. Hier müssten wir eigentlich noch einen... Entweder machen wir es so. Dann sieht es aber wieder so zu aus irgendwie. Oder wir machen das hier weg. Und gehen hier noch einen weiter raus. Das sind alles sehr berechtigte Fragen, die man sich in einer ruhigen Minute stellen muss. Ne? Wie mache ich das jetzt hier? Und ja, ihr wisst sicherlich, wovon ich rede. So, das und das und das auch noch dahin. Das. Genau. So hatte ich mir das überlegt. Irgendwie ist mir die Musik gerade ein bisschen stressig. Jetzt könnte man nämlich hier noch das weghacken. Und hätte dann quasi hier so noch ein bisschen Platz für weitere Öfen. Ja, genau, so gefällt mir das doch. So ist das doch schön. Jetzt machen wir hier noch wieder eine Holzdingsbums hin. Wobei ich gerade gucken wollte. Na, wir machen mal, ups, wir machen mal ein anderes Lied an. Das gefällt mir jetzt gerade nicht so, wobei das gerade gar nicht geht. Doch, ich dachte schon, da passiert jetzt nichts. Jetzt habe ich aus Versehen auf Pause gedrückt, das wollte ich nicht. Wir haben leider nur Cobblestone drin. Na, egal, dann setzen wir da trotzdem, nicht Stein, sondern... Sag doch mal schnell hier dieses Zeug, ja genau, Holz hin. Ja. Jein. Naja, egal. Lassen wir es erstmal so. Hier reißen wir noch die eklige... Oh, jetzt habe ich den Wasserfall angezapft hier. Das wollte ich ja nun nicht. Sieht aber auch schön aus, wenn man jetzt hier den Wasserfall sehen kann. Wie der hier runterfließt. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, ob wir das hier auflassen.
Allerdings müssen wir zusehen, dass wir nicht die Quelle verstopfen. Sonst hätte ich das hier nämlich jetzt noch ein weiter nach links gebaut. Aber... warte mal. Die Quelle ist... obwohl, die Quelle ist noch weiter oben. Dann können wir das eigentlich sogar bringen. Wow. Ja, es ist gerade etwas ungünstig. So. Dann haben wir das hier nämlich schön offen und freundlich. Genau. Und dann haben wir das hier verstopft. So. Ja. Ich wurde ja übrigens in der letzten Folge darauf aufmerksam gemacht, dass ich euch doch mehr fragen soll. Also, dass ich doch euch mehr einbinden soll. Das kann ich gerne tun, aber dann habe ich auch noch eine kleine Bitte an euch, dass ihr dann auch mir Vorschläge macht. Also, wenn ich euch... also, dass ich halt, wenn ich frage, wie soll ich das machen, dass ihr mir dann auch eine Antwort gebt. Weil ich hatte es halt auch schon öfter, dass ich keine Antwort bekommen habe. Und deswegen habe ich dann eben irgendwann nicht mehr so viel gefragt. Weil ich einfach dachte, ja gut, es scheint ja jetzt nicht so die Lust da zu sein, da was irgendwie, was weiß ich, da irgendwas zu antworten. Und deswegen habe ich einfach das so ein bisschen zurückgeschraubt. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne, dass ich euch da wieder mehr einbinde, dann mache ich das natürlich. Das ist ja überhaupt kein Problem und das so ist ja, Minecraft ist ja auch dafür eigentlich da, dass man halt seine Zuschauer da so ein bisschen mit einbinden kann. So. Ups, jetzt haben wir hier ein Loch. Das ist ja auch blöd. So. Ach ja, doch, das gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Bin ich stolz auf uns, dass wir das so hingekriegt haben. Schaufel. Die Schaufel ist fast kaputt. Das ist ein bisschen doof. Ja, machen wir denn jetzt hier... ich wollte hier sowieso diese ekligen Cobblestone-Treppen mal gegen Slabs austauschen. Weil ich Cobblestone einfach nicht so hübsch finde. Aber das muss nicht unbedingt jetzt sein. Das kann ich auch mal offscreen machen. Weil ich ja auch so ein paar Sachen immer mal offscreen machen wollte. Habe ich euch ja auch schon gesagt. So. Genau. Jetzt machen wir hier noch den Dreck ein bisschen weg. Das sieht nämlich auch nicht so schön aus. Wir haben ja noch genug Cleanstone am Start. So. Ach, dieses Loch da. Wie kriege ich das weg? Da müsste ich ja jetzt irgendwie von hier außen da dran. Doof. Ja, ich glaube, ich baue mir mal so ein kleines Dreckgerüst. Dann komme ich da nämlich auch hin. Das ist mir nämlich gerade irgendwie noch so ein bisschen ein Dorn im Auge. Das sieht nämlich sehr hässlich aus. Zacko, Matiko. So. Das da dran und dann machen wir hier das noch zu. Und jetzt habe ich nämlich gerade eine Idee, was man da noch Schönes machen könnte. Und zwar, aber da habe ich jetzt noch keine Blumen für. Ich wollte nämlich hier so Blumenkübel hinmachen. Da hinten sind ja ganz viele gelbe Blumen. Da holen wir uns gleich mal ein paar. Und dann könnte ich hier so, so Blumendinger hinmachen. Allerdings komme ich da jetzt... ah, okay, lassen wir das erstmal. Da komme ich jetzt so nicht dran. So, hier noch den Dirt ein bisschen abkratzen, dass das nicht so willkürlich aussieht. So, ja, dann wollte ich nämlich noch ein bisschen was am Eingang machen, weil der Eingang ist irgendwie auch noch sehr, unschön gestaltet, beziehungsweise gar nicht gestaltet. So, ich muss jetzt einmal für mich ganz kurz eine Pause machen, ich bin gleich wieder da, für euch wird das nur ein ganz kurzer Cut. Bis gleich! Ja, Leute, ich bin jetzt noch mal kurz wieder da, weil ich gerade gesehen habe, dass es doch nicht nur ein ganz kurzer Cut wird, sondern die Folge ist schon wieder zu Ende, leider.
ich kann euch ja jetzt verraten, warum ich den Cut gemacht habe. Und zwar, weil ich schon wieder, ja, lacht mich alle aus, vergessen habe, den Timer zu stellen. Und ja, deswegen wollte ich den gerade anmachen, ganz klammheimlich, aber da habe ich gesehen, dass die Folge schon wieder zu Ende ist, also dass schon wieder 15 Minuten rum sind. In der nächsten Folge kümmern wir uns hier ein bisschen um den Eingang, werde ich schon mal verkünden, kann ich euch schon mal versprechen. Und danach, je nachdem, ob mir noch was einfällt, was wir hier noch Tolles machen können, machen wir entweder noch ein bisschen hier weiter oder wir machen eben jetzt als nächstes eine kleine Höhlentour. Das werde ich dann sehen. Ja, und ihr könnt mir wie immer natürlich auch Vorschläge machen, über was ich reden soll, wenn wir mal gerade nichts zu tun haben. Also wenn ich mal nur Stein abbaue oder so, dann könnt ihr mir gerne ein Thema geben, worüber ich sprechen kann. Aber das habe ich euch ja auch schon öfter mal gesagt. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ich da mal ein paar Vorschläge von euch bekommen würde. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich schon auf eine weitere produktive Folge, wo wir ordentlich was zustande bringen hier. Und mir gefällt die Wohnung jetzt schon ganz gut. Sie ist allerdings noch ein bisschen karg, aber das kriegen wir auch noch hin, würde ich sagen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!